Zwei Kontrahenten, die in diesem und auch anderen Interviews mehr das Gemeinsame als das Trennende betonen. In vielerlei Hinsicht also eine ungewöhnliche und spannende politische Entscheidung, die da am Sonntag bevorsteht und über die es einiges zu analysieren und besprechen gibt. Ich freue mich auf folgende Gäste. Hubert Patterer von der Kleinen Zeitung, Petra Stulber vom Standard, Barbara Todt vom Falter, Florian Asammer von der Tageszeitung Die Presse und Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten. Ja, Herr Koller, wenn ich an die Stadt Salzburg denke, dann fällt mir alles Mögliche ein, von der Festung bis zu den Festspielen. Woran ich eher nicht denke, ist, dass die Stadt besonders links oder gar kommunistisch wäre. Liege ich da falsch aus der Distanz oder geht es am Sonntag gar nicht um rechts oder links? Naja, also gar so rechts ist die Stadt Salzburg wieder auch nicht, denn meistens gab es einen sozialdemokratischen Bürgermeister in der Geschichte der Stadt Salzburg, also seit 1945 natürlich. Ich glaube aber, dass der Erfolg, den der Herr Danke gehabt hat, jetzt nicht darauf zurückzuführen ist, dass er ein Kommunist ist, sondern das ist vielleicht sogar ein bisschen ein Hemmschuh, weil die Salzburger doch eine eher bürgerliche Gesellschaft sind. Ich glaube, der Herr Dankl hat sehr gut verstanden, Stimmen von Protestwählern an sich zu ziehen, was ja auch den Umstand erklärt, dass die Freiheitliche Partei in der Stadt Salzburg bei der Gemeinderatswahl relativ schlecht, also für ihre Verhältnisse schlecht, abgeschnitten hat. Und ich gehe davon aus, dass viele Proteststimmen, die vielleicht auf Bundesebene beim Herrn Kickl landen, dass die in Salzburg beim Herrn Dankl gelandet sind. Also man sieht, dass der Protest, dieser diffuse Protest jetzt nicht links oder rechts ist, sondern einfach als Protest sich manifestiert. Und das hat der Herr Dankl halt sehr gut geschafft, diese Leute an sich zu binden. Aber dennoch steht er natürlich für eine Partei, die in Österreich seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr reüssieren kann, wenn man, kommen wir gleich dazu, Graz weglässt jetzt für den Moment. Also das heißt, man macht ein Kreuz bei jemandem, wo KPÖ, auch wenn Plus daneben steht. Hätten Sie das vor einem Jahr für möglich gehalten, dass der Kandidat der KPÖ die meisten Vorzugsstimmen zumindest jetzt einmal bekommen hat? Ja, ich habe es insofern für möglich gehalten, dass der Herr Dankl ja schon einige Jahre in Salzburg sein Wesen treibt und eigentlich sehr erfolgreich ist, nämlich beim Vote-Getting. Also er hat es geschafft, in den Gemeinderat der Stadt Salzburg einzuziehen vor 5 Jahren. Er ist mit fulminantem Wahlerfolg in den Landtag eingezogen. Aber ich glaube, gerade das, was Sie gesagt haben, nicht jemand, der eine Partei, die völlig diffus war, nicht vorhanden war. Und ich glaube, das ist auch einer des Erfolgsrezeptes, ein Dankl. Offenbar wollen viele Leute weg von den etablierten Parteien was Neues. Und die KPÖ ist zwar eine uralte Partei mit so einer mit so einem geschichtlichen Klotz an den Beinen. Aber für viele Leute, die halt nicht so historisch denken, ist es eine neue, frische, junge, lustige Partei. Ich sage es ganz ehrlich, für mich nicht. Also ich finde, der Herr Dankl turnt sich auch ein bisschen zu allzu leicht füßig hinweg über die schwere Geschichte des Kommunismus. Und er sagt immer, ja, die KPÖ hat eh nichts angestellt. Naja, das kann man so oder so sehen. Ich meine, die KPÖ hat die stalinistischen Verbrechen abgedeckt und abgenickt und hat da alles mitgemacht. Also ich halte die KPÖ jetzt nicht für so eine Engelspartie, also nicht Marx Engel, sondern eine engelgleiche Partie und Partei. Aber viele Leute sehen das eben anders, nicht? Und das erklärt den Erfolg des Herrn Dankl. Natürlich, das K für KPÖ steht für Kommunismus. Auch kein Michael Dankl hat sich jetzt, wie Sie sagen, ein bisschen drüber geturnt, sagt, das hat ja eigentlich mit uns nichts zu tun, was da im vorigen Jahrhundert passiert ist. Er leugnet aber nicht, dass im Namen des Kommunismus Millionen Menschen getötet wurden. Das muss man schon dazu sagen. Aber reicht ein Plus hinter KPÖ, um das vergessen zu machen? Ja, das reicht natürlich nicht. Es war jetzt auch sehr interessant, in dem Interview zu beobachten, die Distanzierung dessen, was er dann als Verbrechen im 20. Jahrhundert unter dem Namen KPÖ oder Kommunismus, also nicht KPÖ, sondern Kommunismus sieht, die Distanzierung fällt ihm nicht schwer, aber zum Beispiel die Frage nach dem, wie man umgeht mit Privateigentum oder Enteignungen oder eigentlich diesen undemokratischen Elementen, da schwindelt er sich immer so ein bisschen vorbei. Das finde ich sehr interessant und ich wollte nur zwei Dinge noch sagen, die ich glaube, die für diese Erzählung wichtig sind. Das eine ist, warum das so spannend ist, dass es in Graz auch schon so gewesen ist, diese Erzählung von Salzburg als bürgerliche Stadt. Und natürlich ist Salzburg eine bürgerliche Stadt im Sinn von den Festspielen und all diesen Dingen, die man kennt, aber Salzburg ist eben, so wie auch schon gesagt worden, seit sehr, sehr langer Zeit überwiegend sozialdemokratisch, sozialistisch
regiert. Also die Bürgermeister waren immer von der SPÖ. Der Heinz Schaden übrigens, der fast 20 Jahre regiert hat, parallel zum Bürgermeister Nagel in Graz, kommt übrigens auch aus Graz. Also die Traverse gibt es auch. Der Josef Reschen, der 10 Jahre in den 80er Jahren regiert hat, war auch in Steirer. Also es sind da sozusagen lustige Kreise. Deswegen ist an und für sich in der Stadt Salzburg eine Mehrheit links der Mitte durchaus was man finden kann. Das Zweite, was man auch dazu sagen muss, was auch ein bisschen vergessen wird, historisch, die Erzählung zum Beispiel von den Grünen, die sie in der Hainburger Au sozusagen konstituiert haben in Österreich, da wird immer vergessen, dass die Stadt Salzburg eine Riesenrolle gespielt hat. Also Herbert Fuchs und Johannes Foggenhuber, sozusagen Foggenhuber mit der linken Ausrichtung der Grünen, Herbert Fuchs, der eher dieses bürgerliche, baumbewahrende, denkmalschützende reingebracht haben, waren total konstitutiv für die Grünen, und deswegen gibt es in Salzburg auch, hat es ganz lange Zeit der Beteiligung der Grünen an der Regierung gegeben, und mit dem Herrn Bardutsch, glaube ich, über 20 Jahre jemanden, der für Flächenwidmungen und Grünlanddeklaration zuständig war. Also viele dieser Probleme, die sozusagen jetzt beim Wohnen der Herr Dankl lösen will, kommen eigentlich aus einer ziemlich starken Beteiligung der Grünen oder der Linken in dieser so bürgerlichen Stadt. Und Dankl selbst war ja auch mal bei den jungen Grünen, genau. Muss man auch noch sagen. Ja, jetzt haben Sie schon die Fäden so gesponnen in die Steiermark, dann möchte ich doch weiter spinnen. Die KPÖ hat sich also in Salzburg jetzt ein zweites Standbein geschaffen. Das erste steht in Graz. Wir haben es schon gesagt, Elke K. ist dort seit etwa 2,5 Jahren Bürgermeisterin. Wie sehr hat denn das die Stadt verändert? Hat es die Stadt verändert? Also an der Oberfläche überhaupt nicht. Also da ist vieles geblieben, wie es immer war. Der Stau ist geblieben, der viele Verkehr ist geblieben. Die Baukräne, auch ein Riesenthema damals, sind geblieben. Der Schuldenberg auch und natürlich auch die teuren Mieten. Es gibt viele junge Leute, wenn man mit ihnen spricht, die davon erzählen, dass sie Eltern brauchen als Bürger, um überhaupt eine Mietwohnung, eine kleine Mietwohnung zu bekommen. Also es haben sich weder, also wenn ich da zurückblicke auf diese 2,5 Jahre, weder jetzt die großen Befürchtungen erfüllt und bewahrheitet, aber auch nicht die großen Erwartungen. Und was die Bürgermeisterin betrifft, erleben wir halt ein Phänomen, wie wir es jetzt auch in Salzburg erleben. Sie hat als Politikerin gewonnen, weil sie den Anschein einer Nicht-Politikerin glaubhaft erweckt hat. Und es wird auch die zweitgrößte Stadt in diesem Land von einer Sozialarbeiterin regiert. Sie weicht keinen Millimeter ab von ihrem Markenkern, tut auch nichts, geht auch nirgendwo hin, wo dieser Markenkern aufgeweicht werden könnte, oder ist auch kaum bei Veranstaltungen, wo sogenanntes Establishment anwesend ist. Also in meinen Augen sind das die gewieftesten Marketingprofis auf dem österreichischen Parkett. Naiv und harmlos ist da gar nichts. Jetzt sind ja beide, also Dankl hat versucht es gerade, aber LKK ist ins Amt gekommen, natürlich mit ganz großen Versprechen, vor allem was das Wohnen auch anbelangt, auch in Graz. Hat sie diese Versprechen zumindest teilweise einhalten können? Was können Sie uns da berichten? Ja, da muss man, glaube ich, fair sein. Es ist ja auch in diesem Interview angeklungen, innerhalb von 2 Jahren kann man natürlich einen Wohnungsmarkt nicht auf den Kopf stellen. Sie hat versprochen, dass es nicht in den ersten 2 Jahren, aber innerhalb der Legislaturperiode, dass es 500 bis 600 neue Gemeindewohnungen geben würde. Die gibt es noch nicht. Sie hat an der Sozialkarte etwas geändert, den Kreis der Bezieher erweitert. Das muss man anerkennen und auch würdigen. Sonst ist vieles gleich geblieben, und sie meidet auch jeden Konfliktraum. Also sie agiert völlig in einem konfliktfreien Raum, und dort, wo es Konflikte gibt in der Stadt, einen Rückbau von Straßen, geht das auf das Konto der grünen Vizebürgermeisterin. Sie selber ist, also ich kann sie mit keinem politischen Projekt in diesen ersten beiden Jahren in Verbindung bringen. Also Sie gehen da hart ins Gericht mit der Bürgermeisterin. Nein, überhaupt nicht. Also sie, wie gesagt, sie, das, was sie erfolgreich gemacht hat, das behält sie bei. Und aber natürlich, die großen Zukunftsbilder dieser Stadt, die haben wir hier in Salzburg jetzt nicht gehört bei diesem Gespräch,
Die gibt es auch in Graz nicht. Aber man kann auch sagen, die hat es früher nicht gegeben. Man muss da schon gerecht sein. Ja. Dass sich die Kommunistische Partei immer nur für leistbares Wohnen eingesetzt hätte in ihrer Geschichte, das haben wir schon besprochen. Das ist nicht der Fall, um das jetzt einmal so zu sagen. Wie schaffen es denn aus Ihrer Sicht Politiker wie eben LGK oder Kai-Michael Dankl, sich von dieser Geschichte, von diesen düsteren Jahrzehnten zu distanzieren? Wie nehmen Sie es wahr? Naja, indem Sie haben es ja schön beschrieben, einfach als Lebenshilfepolitiker, als politische Sozialarbeiter auftreten und sehr geschickt jeden Konflikt vermeiden. Wenn Sie darauf angesprochen werden, auf die Geschichte, sagen Sie, das liegt weit zurück. Und indem Sie eben sehr klar auf ein Thema fokussieren, es ist eigentlich eine Single-Issue-Partei momentan, die KPÖ, nämlich das Wohnen. Herr Dankl hat das recht gut formuliert, er macht Politik von unten. Also er bringt sozusagen die Sichtweise von unten in die Politik rein. Und der Markenkern, wie Sie es formuliert haben, ist eben ganz klar umrissen und es franzt nirgendwo aus. Und das passt natürlich perfekt in die momentane Stimmung, die wir in der Bevölkerung haben. Also die Menschen haben Angst, die Teuerung, die Inflation, Kriege, das sind alles, das sind Rahmenbedingungen, wo natürlich eine Person wie ein Herr Dankl oder eine Frau K., die eben sagen, wir hören euch zu, wir sind für euch da, wir verstehen eure Probleme, perfekt funktionieren. Wie würden Sie denn Kommunismus im Jahr 2024 in Österreich überhaupt definieren? Gibt es sowas überhaupt, so ideologische Mauern, die man irgendwie früher aufgestellt hat? Oder ist das alles aufgelöst? Also ich würde schon sagen, dass das 20. Jahrhundert gelehrt hat, dass es im 21. Jahrhundert in ideologischer Hinsicht ein bisschen anders zugeht. Natürlich gibt es Ideologen, die gibt es auch in etablierten Parteien. Es gibt die totalen Marktliberalen bei der ÖVP. Es gibt auch die, wie soll ich sagen, mit dem Andreas Babler jemanden in der Sozialdemokratie, der einen sehr klar linken Kurs macht. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein, wenn man Kommunismus so definiert, wie Kommunismus sich darstellt, wie es schon gesagt wurde, mit Enteignungen, mit einer Planwirtschaft, dass man da in irgendeiner Form tatsächlich, wenn man das volle Programm spielen würde, dass man da reüssieren könnte. Und ich meine, man muss ja nur nach China schauen, wie es den Leuten dort geht. Das ist auch Kommunismus. Das ist zwar Kommunismus mit einer starken marktliberalen Komponente, aber was die Menschenrechte betrifft, was sozusagen auch den Schutz des Individuums betrifft, ist davon nichts zu sehen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das in Österreich in irgendeiner Form wirklich groß reüssieren könnte. Möglicherweise kommt die KPÖ bei den Nationalratswahlen vielleicht mit einem Grundmandat in den Nationalrat. Das ist so ein Hin und Her. Aber man sieht ja auch, dass die Leute wirklich unterscheiden, glaube ich, anhand dieser Umfragen. Bei Kommunalwahlen geht es sich offensichtlich irgendwie aus. Bei Nationalratswahlen, glaube ich, eher nicht. Ganz interessant, bei diesem Interview habe ich gefunden, wir haben schon mehrmals jetzt gesagt, das Thema Wohnen ist das Thema der KPÖ. Eigentlich ein ureigenes Thema der SPÖ. Und jetzt sitzt der SPÖ-Bürgermeisterkandidat da und sagt, ja, also wenn er Bürgermeister wird, würde der Herr Dankl dann das Wohnen übernehmen. Ist das nicht sehr ungewöhnlich eigentlich? Ja, ich finde das auch ungewöhnlich. Ich finde es auch relativ riskant, aber eigentlich riskant für beide. Nicht, weil die SPÖ dadurch ein sehr wichtiges Thema aus der Hand gibt. Nicht? Und das ist dieses Thema, also um beim Wort Markenkern zu bleiben, in Wien beispielsweise ist das Thema Wohnen einer der Markenkerne der Sozialdemokratie, mit dem sie seit, ich weiß nicht, 45 oder noch länger die Stadt regiert. Und das gibt der Herr Auinger sozusagen aus der Hand, also falls er Bürgermeister wird. Auf der anderen Seite ist es auch riskant für den Herrn Dankl, weil das klingt ja sogar in den Gesprächen an. Es dauert mindestens 2 Amtsperioden, um da irgendwas weiterzubringen. Wie der Kollege Patterau von Graz gesagt hat, man kann ja nicht die Wohnungen herbeizaubern und den Wohnungsmarkt auf den Kopf stellen. Also das heißt, es ist relativ schwer für den Herrn Dankl, wenn er für die Wohnungen zuständig ist, jetzt einfach zu liefern, nicht? Weil fordern kann man es leicht als Oppositionspolitiker. Verwirklichen ist schwierig. Und die Schwierigkeit in Salzburg besteht eben darin, dass es dort keine großen Flächen gibt, wie beispielsweise in Wien, nicht, wo man eine Seestadt in den 22. Bezirk stellen kann. Solche Flächen gibt es ja in der Stadt Salzburg nicht. Und das Zweite ist, dass eben in Wien beispielsweise dieser riesengroße soziale Wohnbau, in Wien gibt es 200.000 Gemeindewohnungen, die natürlich auch die Preise drücken im privaten Sektor. Das gibt es in Salzburg in dieser Form nicht und das kann der Herr Dankl nicht mit einem Fingerschnippen
beseitigen. Also die Übergabe sozusagen der Wohnungskompetenz an diesen Dankl ist ein danaher Geschenk, würde ich einmal sagen. Und wird sich noch schön anschauen, um es so zu formulieren. Das Thema Wohnen beschäftigt wirklich wahnsinnig viele Menschen in Österreich. Das bekommen wir mit aus jeder Umfrage, die da gemacht wird. Diese hohen Preise, die fürs Wohnen zu bezahlen sind. In Wien tatsächlich natürlich auch sehr viele, aber trotzdem keine KPÖ, weit und breit zumindest sehe ich die nicht. Ist das der soziale Wohnbau, der Erfolg quasi der Bürgermeister von Wien, sich die KPÖ vom Leib zu halten, zumindest jetzt im Moment? Ganz sicher. Also Wien hat einfach die Tradition des roten Wiens mit dieser starken Gemeindebaustruktur. Historisch gewachsen, seit den 1920er, 30er Jahren ganz ein wichtiges Asset in Wien. Und wenn man sich anschaut, eben in Innsbruck und in Salzburg gibt es das nicht. Und dort klaffen ja auch das Einkommensniveau und die Mietpreise noch stärker auseinander als in Wien. Also das Problem ist tatsächlich in Salzburg und Innsbruck um einiges härter, als es in Wien ist. Und ich glaube, deswegen ist der Boden für die KPÖ in Wien wesentlich härter. Und die SPÖ sorgt natürlich auch sehr oder schaut sehr genau auf ihre Leute im Gemeindebau und kümmert sich da auch besonders. Also da hat die KPÖ ist nicht so ein einfaches Spiel wie in diesen beiden Städten. Normalerweise, wenn zwei Stichwahlkandidaten nebeneinander oder gegenübereinander stehen, dann spürt man schon sehr viel Gegenwind und Konfrontation, Konflikt. Das war überhaupt nicht der Fall. Nicht nur beim Thema Wohnen nicht, sondern auch sonst nicht. Worin unterscheiden sich denn diese beiden Kandidaten eigentlich inhaltlich? Also aus den Gesprächen und auch aus dem, was man aus Interviewen in der letzten Zeit gehört hat, ist es eigentlich recht wenig, weil sie bekennen sich ja im Prinzip zu den gleichen Dingen. Ich fand es eigentlich beim Herrn Auinger fast rührend ehrlich, dass er gemeint hat, in der nächsten Legislaturperiode wird da eh nichts mehr gehen, weil das beim Wohnen so lang dauert. Also das ist vor einer Stichwahl eigentlich schon eine ziemlich schwierige Sache. Was man halt dazu sagen muss, ist natürlich, dass der Herr Dankl als Gegner ein Albtraum ist. Ja? Wenn man sich anschaut, was sind die drei Dinge, die so quasi auch für die Medien, aber jetzt auch, was bringt Erfolg bei Wahlen? Ja? Ein starker Spitzenkandidat ist ein Konzept, das ist er ohne Zweifel. Ja? Das Zweite ist, immer für Protestwähler etwas, was eigentlich ein Tabubruch ist. Das war lange die FPÖ in Österreich, das ist natürlich die KPÖ. Und das Dritte, was wirkt, ist was Neues. Und mit dem Plus hat er was Neues auch noch. Also du hast eigentlich einen Gegner, der alle Erfolgsrezepte, die in jüngerer Vergangenheit in Österreich irgendwie bei Wahlen gegriffen haben, in sich vereint. Und man selber steht als 50-Jähriger, der schon dreimal versucht hat, Bürgermeister zu werden, immer knapp unterlegen ist, sicher unteradelig ist und sich gut auskennt da und muss sagen, ja, aber ich habe mehr Erfahrung. Und übrigens ein Aspekt, den ich auch noch wirklich lustig fand, ist, ich meine, der Herr Dankl ist 35, es wird immer so getan, als wäre er gerade dem Kindergarten entwachsen. Und wir haben eine Zeit hinter uns, wo jemand, der, glaube ich, jünger war, österreichischer Bundeskanzler war. Also das, dass man aufgrund des Alters jemand mit 35 abspricht, Salzburger Bürgermeister werden zu können. Ich find ja auch ganz lustig, dass ich nicht das Gefühl hatte, das ist ein Streitgespräch der zwei Kandidaten, die jetzt unbedingt Bürgermeister werden wollen. Das hat sich angelassen wie so ein Therapeuten-Duo oder ein Coaching-Duo. Die saßen also da und haben mit sanfter Stimme sich gegenseitig Freundlichkeiten ausgerichtet. Ich glaube, ich bin ja keine Salzburgerin, aber könnte ich wählen in der Stadt Salzburg? Ich würde mich schon fragen, soll ich da überhaupt hingehen? Ja? Die machen sich das eh aus. Also insofern fand ich diese große Harmonie auch vielleicht ein bisschen riskant. Ich finde, das ist ein guter Punkt, denn ich fand das Gespräch der beiden Herren wirklich sehr angenehm, ja, weil sie im Gegensatz zu vielen Bundespolitikern einander nicht ständig angeschüttet haben und nur gesagt haben, was der andere falsch gemacht haben, sondern sie haben gesagt, was sie richtig machen wollen. Das ist wirklich ein positives Gespräch. Und teilweise hat man das Gefühl gehabt, die haben ja schon einen geistigen Koalitionspakt abgeschlossen. Der eine darf dann sich ums Wohnen kümmern und der andere wird Bürgermeister, so ungefähr. Nur, wie die Kollegin Stüber völlig richtig sagt, das ist natürlich auch eine Gefahr, dass sich die Leute das anschauen und denken, ja, ist eigentlich beides klasse Burschen, ich muss ja gar nicht hingehen und einen wählen. Und der Punkt ist natürlich, dass der Herr Dankl, dem ist es ja gelungen in der ersten Wahl, dass wieder noch mehrere Kandidaten waren, hauptsächlich mit ehemaligen Nichtwählern zu reüssieren. Nicht? Also der hat die Leute aus der Nichtwählerschaft gelockt. Ob ihm das heute auch gelungen ist bei diesem Gespräch, bin ich mir nicht so sicher, nicht? Weil da hätte er vielleicht auch eine Spur mehr polarisieren müssen. Und der Herr Dankl kann die Wahl wirklich nur dann gewinnen, wenn er noch mehr Leute aus dem Nichtwählerlager
akquiriert, weil ich glaube, er ist relativ am Ende seines Potenzials. Also die ÖVPler und die Grünen werden eher nicht wählen am Sonntag. Also er braucht viele Nichtwähler und die muss er halt mobilisieren. Und das gelingt nicht nur mit sanfter Stimme. Das sehe ich anders, weil gleichzeitig ist der Abstand zwischen den beiden ja so gering und er hat doch eine Fanbase, die hinter ihm steht. Und ich glaube, die ist schon einmal grundsätzlich mobilisiert und die ist jetzt total fasziniert von der Vorstellung, wenn wir hingehen, dann könnte er vielleicht wirklich Bürgermeister werden. Also ich fand es eher vom SPÖ-Kandidaten ziemlich fahrlässig, so ganz, ganz milde zu sein, weil er braucht eigentlich noch viel stärker die Mobilisierung und der Auftritt heute war alles andere als eine Mobilisierung. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das könnte sogar für den Dankl eine gute Strategie gewesen sein. Am Sonntag werden wir es wissen. Wenn wir uns ein bisschen wegbewegen jetzt von diesen Salzburger Kandidaten. Proteststimmen sind in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich fast immer, mit einigen Ausnahmen, aber fast immer nach rechts gewandert. In Salzburg jetzt beim ersten Wahlgang und auch in Graz eben bei der Wahl von LGK nach links. Gibt es da einen gemeinsamen Grund dafür? Ist es Zufall oder wo sehen Sie den Grund dafür? Was es so schwierig macht für uns Medien, auch mit diesem Phänomen halbwegs nüchtern umzugehen, ist eben dieser, und wir haben es heute wieder erlebt, ist dieser Triumph der Nettigkeit, der einen fast irgendwie, mir geht's jedenfalls, erschlägt und wehrlos macht. Irgendwie, wir können damit nicht mehr umgehen. Einerseits, weil alle sagen, wie sympathisch, wie nett, wie kultiviert. Aber sind das jetzt politische Kategorien, mit denen wir in der Einordnung arbeiten können? Wäre ich vorsichtig und würde das verneinen. Ähnlich ist es mit der Spendenbereitschaft. Ich finde das großartig auf der persönlichen Ebene, wenn jemand das tut, das ist edelmütig, tugendhaft. Aber ist es eine politische Kategorie, um sich sozusagen einzuebnen, dass ich sage, ich darf nicht mehr verdienen als ein Facharbeiter, damit ich nicht abgehoben erscheine oder so, nicht? Und ist das jetzt eine politische Kategorie, mit der wir arbeiten können? Das macht es wahnsinnig schwierig. Und dann gelingt es dieser Partei natürlich sehr, sehr listig mit diesem Label der KPÖ. Und wir haben sehr schon viel Richtiges gesagt worden, dass das eigentlich in die Geschichte entlassen worden ist. Und zwar zu Recht. Plötzlich so als etwas, Sie haben es gesagt, etwas Cooles, Hippes, irgendwie jetzt plötzlich wieder aufersteht. Und das Ganze nur geschuldet diesem tiefen Verdruss am Bestehenden. Nicht? Und natürlich können wir das nicht durchgehen lassen, nicht? Dass er das runterhüpft wie zum Kalenderspruch. Also beim Armin Wolf hat er gesagt, ja, es kann im Leben nicht nur um Geld gehen oder so weiter. Irgendwie das geht nicht. Nicht? Und aber wenn das man ist ein total spannender Punkt. Programme, dann ist da natürlich sehr wohl auch die Rede vom Umbau der Gesellschaft und von einer Änderung und einem Aufbrechen der Eigentumsverhältnisse. Also da ist das Nette dann, hat das dann schon einen anderen Sound sehr schnell. Aber die Frage ist natürlich schon spannend, warum bremst offenbar die KPÖ die FPÖ ein bisschen ab? Weil die FPÖ hat ja in Salzburg nicht reüssieren können und sie wird auch jetzt nicht, also das ist vorbei. Und ich glaube, es liegt daran, weil es Dankl doch glaubwürdig vermittelt, dass er sich konkret die Sorgen und Anliegen der Leute zu Herzen nimmt. Und die FPÖ hat ja in Salzburg eigentlich auch das übliche Programm gefahren. Also sie hat halt auf Fremde geschimpft, hat halt die Schuld immer der Zuwanderung und der Migration gegeben. Und Dankl hat dieses Narrativ durchbrochen. Und das finde ich jetzt auch für die bundespolitische Ebene schon ein interessantes Phänomen. Aber also dieses sich annehmen der Probleme und nicht nur hetzen und das nach oben wegschieben. Ich glaube nicht, dass es auf Bundesebene gut funktionieren kann. Weil wir haben jetzt Umfragen vorliegen, wo die KPÖ mit ihrem bundesweiten Spitzenkandidaten Tobias Schweiger, den wirklich niemand kennt, genau bei 4% liegt. Also das ist so plus minus, sie kommen gerade rein oder nicht. Mit dem Dankl würden sie natürlich viel besser liegen. Aber ich glaube, dass genau diese Stimmen, auf die Sie angesprochen haben, diese Proteststimmen, dass die einfach auf der Bundesebene bei der FPÖ landen. Und der Punkt ist, ich wollte noch einen Satz sagen zu der Herr Dankl und die VK verteilen ihr Gehalt unter den Armen. Ja, ist eh super. Aber dadurch finde ich, auch eine Entwertung der Politik statt. Und man muss leider sagen, dass ja nicht nur die kommunistischen Politiker so agieren, sondern eigentlich auch die Bundespolitiker, weil ja ständig, was ich überhaupt krank finde, ständig Nulllohnrunden verordnet werden. Also die Politik verordnet sich immer Nulllohnrunden. Jeder kriegt 9 oder 10% Gehaltserhöhung.
aber die Politik null. Und da denke ich mir, das ist ja eine Entwertung der Politik, nicht? Und das ist von der KPÖ bis zum Herrn Nehammer, und das finde ich eine sehr ungute Entwicklung. Ich weiß, Sie seufzen und holen schon länger Luft. Ich will nur kurz da noch anschließen. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Also die Politikerinnen und Politiker der KPÖ spenden einen Großteil ihres Gehalts, das machen sie alle. Aber muss man so asketisch leben, wenn man sagt, man versteht die Anliegen und Probleme der Menschen, die weniger zur Verfügung haben? Oder kann man nicht einfach auch sagen, das ist ein Spitzenmanager-Job, also Spitzenmanagement, und ich muss 365 Tage im erreichbar sein, 24 Stunden, verdient man halt auch mehr. Ja, da bin ich völlig bei Ihnen. Das kann man dann sagen, wenn man Politik so anlegt, wie man sie meines Erachtens anlegen sollte, nämlich nicht als ein eigentlich Verteilen von Almosen. Und das ist ja auch eine moderne Almosenpolitik, wenn ich mich um jeden Einzelnen kümmere und wenn ich sozusagen jetzt primär mal die Ombudsfrauenrolle einnehme. Eigentlich sollte Politik ja dazu da sein, Strukturen zu verändern, Dinge umzustellen, etwas Grundsätzliches quasi neu zu machen, auf die Wiese zu stellen. Wenn ich Politik so verstehe, dann kann ich es auch sagen, Entschuldigung, das ist ein Spitzenmanagement-Job, aber das ist ja das Lustige, dass eben die KPÖ-Politikerinnen und Politiker Politik offenbar in ihrem Verständnis gar nicht so sehen, sondern so etwas, was früher der Kaiser gemacht hat, das machen jetzt die KPÖ-Politikerinnen. Also sie verteilen ihr eigenes Gehalt. Und ich weiß nicht, was die Frau K. tatsächlich jetzt jeden Tag tut in Graz, wenn sie nirgendwo hingeht. Aber ich höre, dass sie halt wirklich das tut, was sie auch schon vorher gemacht hat, sich um jedes einzelne Anliegen annehmen und zu versuchen, auf individueller Ebene Lösungen zu finden. Ich finde nicht, dass Politik so funktionieren sollte. Gebe ich Ihnen recht. Gleichzeitig ist es natürlich der Glaubwürdigkeitsfaktor der KPÖ-Politiker momentan. Auf kommunaler Ebene, weil sie natürlich immer sagen können, wir sind nicht Teil des Systems, unser Gehalt ist einfach eines, das aber halt sehr durchschnittlich ist. Da muss ich schon sagen, das ist keine nachhaltig. Erfindung der KPÖ. Also das ist ein FPÖ-Thema. Ja, Kai, also die Deckel, also jetzt zuletzt Rand. In Salzburg hat man die Diskussion, dass der Herr Kickl versucht hat, erfolglos der Frau Swatzek einen Gehaltsverzicht draufzuhauen. Wir wissen seit Haider, dass diese Diskussion groß ist. Das ist ein populistisches Ding und keine KPÖ-Sache. Wollte ich nur so konsequent wie die KPÖ macht es eigentlich niemand von den das anderen richtig, Parteien. Aber da bin ich also die in sind schon der Frau Stoiber. Es ist super, um Wahlen zu gewinnen, wenn man das tut, aber ein Politiker muss ja systemisch arbeiten und nicht Almosen verteilen. Also irgendwelche dieses Micromanagement, ja, Micromanagement, genau so, aber es ist natürlich ein Glaubwürdigkeitsfaktor. Und man sieht ja, Entschuldigung, aber man sieht ja auch beim der Andreas Babler versuchte das auf eine andere Art und Weise aber auch zu machen, zu sagen, wir müssen uns um die kleinen Leute kümmern und ich kümmere mich um euch und ich bin bei euch und so weiter und ich gebe euch. Also das funktioniert ja jetzt auch nicht so rasend gut auf der Bundesebene. Aber das ist ja die spannende Frage, ja. Wo liegt dieser Babler-Plafond oder so? Weil das ist ja das, was man aus diesen Bürgermeisterwahlen mitnehmen kann. Ich glaube, der Babler hat auch gut funktioniert im Infight, wenn man so will. Und alle kennen und direkt helfen und hinfahren und sagen, das machen wir schon. Ja? Und jetzt hat man das gerade auf die Bundesebene transferiert. Und das ist halt auch die Frage. Also mir ist schon wichtig zu sagen, in absoluten Stimmen reden wir in Salzburg von 16.000 Menschen, die den Herrn Dankl gewählt haben. Ja? Also ich versuche nur, das auch irgendwie in eine Relation zu setzen. Was ich nur sagen will, ist, der Herr Dankl in der Bundespolitik, bin ich mir nicht sicher, ob funktionieren würde, weil genau diese Frage, dass man auch persönlich hingreifen kann, ihr wisst es wahrscheinlich in Graz, wird wahrscheinlich irgendwie konstitutiv sein für so eine Art von Politiker. Man muss ja sagen, der Herr Dankl hat es natürlich in Salzburg auch viel leichter als der Herr Babler auf Bundesebene, weil wenn der Dankl in Salzburg was sagt, dann ist das die Meinung des Dankl und das ist die Meinung der KPÖ Plus und das gilt. Wenn der Herr Babler irgendwas sagt, kommen dann sofort drei Parteifreunde von Doskozil, Dornauer, Muchitsch, die genau das Gegenteil sagen. Das heißt, die SPÖ auf Bundesebene tut sich wahnsinnig schwer, eine konsistente Linie zu fahren, während die KPÖ Plus in der doch relativ überschaubaren Stadt Salzburg da total gerade dahin marschiert und das gefällt den Leuten. Allen Politikerinnen und Politikern, die derzeit Erfolg haben, ist gemeint, dass sie den Menschen sagen, die jetzt an der Macht sind, die verstehen euch nicht. Funktioniert seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Inwieweit stimmt denn das? Hier berühren sich natürlich schaurig schön die beiden Konzepte vom linken und vom rechten Rand, wenn es die gibt, nicht, dass sie sagen, wir sind nicht Volksvertreter, auch bei Danke hört man das immer wieder raus, sondern wir sind Volk. Nicht? Wir sind Facharbeiter, deshalb nur 2.000 Euro.
netto. Und das, das, was richtig ist hier und wo ich glaube ich schon, dass sie, dass hier die etablierten Parteien Räume aufgemacht haben, in die dieses Phänomen KPÖ da hineingreift, ist, dass Parteien wie die SPÖ hier einfach wichtige existenzielle Alltagsfragen der Leute einfach nicht aufgegriffen haben, nicht? Und auch nicht hingegangen sind und nicht hingehört haben. Und zwar, dass sie bringen da schon Tugenden mit ein, auch die, wo sich die beiden etablierten Parteien schon genauer damit beschäftigen sollten, wenn sie solche Phänomene bekämpfen sollten, mit sie nur zu reduzieren auf die dunkle Ideologie jetzt, geht nicht, obwohl man ihnen das natürlich auch nicht völlig durchgehen lassen kann. Das ist, also für uns Medien ist das ein ziemliches Dilemma, für die Opposition auch in Graz. Sie hat bis heute keine Schlüsse, also in diesem Fall die ÖVP, keine Antwort auf das Phänomen LKK gefunden, nicht? Und würde heute in Graz gewählt werden, sie würde haushoch gewinnen, okay, mit ihrem Konzept. So, also es greift. Ich würde gerne in den letzten 10 Minuten noch ein bisschen über die anderen Wahlen reden, die uns bevorstehen. Beginnen wir mal mit der nächsten Landeshauptstadt, in der gewählt wird. Das ist nämlich Innsbruck. In Innsbruck stellt sich der grüne Bürgermeister Georg Willi zum ersten Mal der Wiederwahl am 14. April. Interessant ist, dass dort 13 Listen antreten. Allerdings gibt es dort gar nicht so viele Plätze im Stadtparlament, nämlich nur 30. Was ist dort eigentlich los? Ja, die Tiroler sind ein lustiges Völkchen, auch historisch gesehen. Haben eine sehr starke Tradition von Listen, von Zersplitterungen, von Abspaltungen, von sehr starken Einzelfiguren, die dann reüssieren. Ein großes Problem für die ÖVP, weil es da immer wieder sehr erfolgreiche Abspaltungen und Personen und Rebellen gab. Das scheint bei dieser Wahl auch zu sein. Also Herr Turski, der extra sein Amt in Wien aufgegeben hat, also der Staatssekretär und jetzt in Innsbruck kandidiert, hat gar nicht so gute Chancen. Ja, also sicher eine sehr spezielle Situation und ich glaube deswegen noch weniger auf Bundesebene umlegbar, was in Innsbruck passiert. Also es ist so ein ganz spezielles Biotop, das, ja, da kann man Basisdemokratie lernen dort. Digitalisierungsstaatssekretär Turski hat sein Amt vor 2 Wochen etwa erst zurückgelegt, hat aber schon viel, viel früher gesagt, dass er Bürgermeister von Innsbruck werden will. War das möglicherweise zu spät, um jetzt dort... Das könnte eine lange politische Turski-Strecke für ihn werden, weil das ist dort sehr interessant in Innsbruck. Ich meine, im Moment ist es so, der Herr Willi von den Grünen regiert, hat jetzt auch nicht überhaupt keine Chancen auf eine Wiederwahl. Derzeit, glaube ich, in den Umfragen ist die FPÖ vorn. Der Herr Turski rechnet sich Chancen aus. Also das ist eigentlich das, was man sich wünscht, so quasi eine offene Wahl nach allen Richtungen hin. Und ich meine, der Innsbrucker Bürgermeister hat natürlich schon was, weil ich meine, der Herr van Staar hat es geschafft, von dort aus sozusagen zum Landeshauptmann aufzusteigen. Und der Georg Willi hat ja eigentlich dort auch ziemlich umgerührt, also im Land auch für das, wie klein die Stadt ist. Also grundsätzlich muss man ja sagen, das, was in Graz passiert, was in Salzburg passiert, was in Innsbruck passiert, ist ja sozusagen für eine lebendige Demokratie grundsätzlich was Wünschenswertes. Und die Krise der Demokratie kommt ja auch ganz stark aus diesem Gefühl, es ist eh alles langweilig, Einheitsbrei und man hat vor allem keine Chance, was zu verändern, weil es hupft immer nur einer von den Gleichen heraus. Das ist übrigens auch in Salzburg nur ein kurzer Aspekt, den ich wirklich interessant finde. Also so sehr sie da in der Stadt diese Dinge überschlagen. Es gibt also, wenn man sich die Ergebnisse anschaut von der Gemeinderatswahl in Salzburg, ich weiß es nicht, im Bongau zum Beispiel, immer noch relativ viele Gemeinderäte, wo einfach nur die SPÖ, die ÖVP und die FPÖ vertreten sind. Also da sind da in unmittelbarer Nähe sozusagen politische Schichten in dieser Archäologie zu finden, die man gar nicht kann. Aber Nachfrage noch zu Innsbruck. Rechnen Sie eher damit, dass der freiheitliche Kandidat in die Stichwahl kommt und dass das so eine kleine Variante wird von Van der Bellen-Hofer, die wir also, erlebt haben? Wie gesagt, ich bin da nicht so tief drinnen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Turski-Rakete wirklich zündet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann eigentlich eher ein Match zwischen dem Amtsinhaber Willi und dem FPÖ-Kandidaten wird. Aber Sie nicken. Ich glaube, was ja noch dazu kommt, dass in Innsbruck alle zerstritten sind. Also egal, wer es letztlich gewinnt. Es ist ein bisschen frustrierend, glaube ich, für die Wählerinnen und Wähler, weil egal, was dann passiert, die müssen sich irgendwie wieder zusammenfinden im Gemeinderat. Und ich glaube, es gibt nicht wirklich, oder Stadtrat in dem Fall, es gibt nicht wirklich eine Idee, wie man diese Zerstrittenheit bei den verschiedensten Themen tatsächlich auflösen könnte. Also ja, ist es lebendig.
lebendig, es führt halt ein bisschen zu nichts. Das Gute ist für die Bundespolitik, Sie haben es ja angedeutet, ist ja, also die Bundespolitik, egal was in Innsbruck passiert, die Bundespolitik kann sagen, wir können nichts dafür, weil das ist Innsbrucker Biotop. Also darum glaube ich, das wird null bundespolitische Auswirkungen haben. Der einzige Faktor, glaube ich, könnte die ÖVP sein, wenn sie aus diesem flirrenden Biotop, wie du das beschrieben hast, Innsbruck, aus diesem Mikrokosmos, was rausdestillierbar ist für die Bundespolitik, dann möglicherweise, dass der ÖVP wirklich neuerliches Ungemach droht. Das wäre der zweite Schlag nach Salzburg. Ein dritter könnte am 9. Juni bei den Europawahlen kommen. Und das könnte sich schon zu einer Sogwirkung entwickeln, die wirklich verheerend sein könnte, bezogen auf den Herbst. Und wir haben im Herbst auch ein letztes Mal die Steiermark versprochen. Steiermark-Wahlen. Und wenn da schaut es auch nicht so gut aus für die ÖVP, ne? In den Umfragen. Schaut es nicht so gut aus. Es gibt derzeit einen Dreikampf in den Umfragen zwischen Blau-Rot und eben der Drechsler-ÖVP, der Landeshauptmann-ÖVP. Und wenn es stimmt, dass es einen Austausch zwischen den beiden Rändern gibt, wie Sie das beschrieben haben, zwischen FPÖ und KPÖ. Und wenn es tatsächlich stimmt, dass es der KPÖ gelingt, bremsend auf das Phänomen FPÖ einzuwirken, dann muss Landeshauptmann Drechsler, der ja darum bangt, beglaubigt zu werden als Landeshauptmann, darauf hoffen, dass die KPÖ möglichst gut und zweistellig abschneidet und sich dieses Grazer Erfolgsmodell ausrollen lässt bis hinauf in die Obersteiermark. Das sagt sehr viel über die Zustände und die Verhältnisse in der heimischen Politik aus. Wie paradox es zugeht, wo sich alles verflüssigt. 9. Mai, also Europawahl, in allen Umfragen die FPÖ wie auch beim Nationalrat, bei den Umfragen für den Nationalrat auf Platz 1. Könnte es den anderen Parteien, nicht allen, aber einigen vielleicht zum Verhängnis werden, dass man über ja eigentlich doch Jahrzehnte seit dem Beitritt, immer wieder gesagt hat, das will Brüssel so und wir wollen das eigentlich nicht und da werden wir überrollt, dass dann einfach die Partei, die am wenigsten mit der EU anfangen kann, die meisten Stimmen absahnt? Oder ist das eher bundespolitische Protestgeschichte? Ich sehe das genauso wie Sie. Also diese Anti-Brüssel-Stimmung, die Karte, die immer wieder gezogen wird, auch von Regierungsparteien leider, dieses Nichtverständnis geben und erwecken für wie Europa funktioniert, ist natürlich für die FPÖ ein schöner Rückenwind. Und das müssen sich auch die etablierten Volksparteien, also die klassischen Volksparteien, müssen sich das vorwerfen lassen, dass sie zu wenig fürs Europaverständnis in Österreich getan haben in den letzten Jahren. Wobei man sagen muss, die Umfragen für die Europawahl spiegeln ungefähr dasselbe wieder wie die Umfragen für die Nationalratswahl. Also es ist einfach die Stimmung momentan so, dass man den Regierenden offenbar nichts zutraut und dass sich der Protest irgendwie kulminiert, entweder beim Herrn Dankl oder im Falle von bundespolitischen Wahlen bei der FPÖ. Und darum, glaube ich, ist die Situation so, wie sie ist und sind die Umfragen so, wie sie sind. Aber ein bisschen seltsam ist es doch eigentlich schon. Die Regierung tut einiges, um das Image einfach nur zuzuschauen und Passagier zu sein, in diesen vielen Krisen loszuwerden. Erst diese Woche etliche Beschlüsse im Nationalrat, unter anderem ein Wohnbaupaket. Warum nimmt die Wählerschaft das offensichtlich nicht in dem Ausmaß wahr, wie es die Regierung sich wünscht? Dass man immer sagt, nee, die machen ja nichts, die verstehen uns ja nicht. Also ein Punkt ist sicher, das ist inzwischen schon langweilig, aber es gab noch keine Bundeswahl nach der Pandemie und ich glaube, es gibt in einfach relativ vielen Bereichen Menschen, die das Gefühl haben, sie wollen dort auf einem Stimmzettel sagen, dass sie mit dem, was damals war, nicht einverstanden sind. Also das ist, glaube ich, sozusagen ein Teil, den man nicht wegdiskutieren kann. Und der zweite Teil, glaube ich, ist schon auch, man hat sich jetzt auch angewöhnt in letzter Zeit, dass bei allem und jedem geholfen wurde. Das ist auch während Corona passiert. Es wurde Pakete nach Paketen nach Paketen beschlossen. Und man muss bei diesem Wohnbaupaket schon auch einmal sagen, ich meine, die ganze Bauwirtschaft hat jetzt gebrummt über ich weiß es nicht, 10, 15 Jahre. Ja. Jetzt ist es seit 7, 8 Monaten einmal schwierig. Ja. Und der Eindruck, der besteht, ist, dass man jetzt sofort wieder mit Riesenpaketen helfen muss. Also es hat sich da schon, das haben wir wieder Stichwort Kommunismus in Salzburg und in Graz, hat sich schon so eine Mentalität durchgesetzt, dass von staatlicher Seite immer und überall mit Geld geholfen wird. Und das führt auch zu so einer Art Unernsthaftigkeit, weil immer wenn ein Problem auftritt, wartet man, auf welches Paket wieder präsentiert wird. Also ich glaube, dass das dann die Wähler irgendwann einmal schon nicht mehr richtig gutieren, weil es eh normal ist. Ja. Ich glaube halt nur einer der Gründe, warum die Stimmung so schlecht ist, sicher so, wie Sie gesagt haben, aber einer der weiteren Gründe ist eben, dass die
bundespolitischen Parteien, im Gegensatz eben zu Dankl und Auinger, dass sich die ja nur anschütten. Es gibt zwei Untersuchungsausschüsse im Nationalrat, wo die hauptsächlich den Zweck haben, also dass die Roten die Schwarzen und die Schwarzen die Roten anschütten, mehr oder weniger. Aber darf ich nur kurz einen Einwurf machen? Bitte. Was jetzt sozusagen, jetzt haben wir gerade gemeinsam gesagt, dieses Kuschelgespräch passt uns nicht. Da gibt es auch so einen Graubereich. Also die einen sind da, die anderen sind da. Ich würde einen Mittelweg gehen. Ich bin der Meinung, die Politiker sollten ihre Inhalte kantig präsentieren, aber nicht ständig sagen, ihr seid korrupt und vice versa. Also das ist, glaube ich, das, was die Stimmung so wahnsinnig drückt. Ich glaube, die Leute wollen Inhalte wissen und die wollen wissen, wie zahle ich meine Wohnung. Das ist auch in Salzburg Thema. Und nicht, ihr wart vor 3 Jahren korrupt und ihr wart auch korrupt. Also das ist ja keine Politik. Vor allem haben sie, glaube ich, eine Sehnsucht auch danach nach, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen sollte, nach Zukunftsperspektiven, Zukunftserzählungen, auch wie es weitergeht in diesem Land und wie man ausbrechen könnte aus dieser habituellen Unzufriedenheit und der Schwerkraft der schlechten Nachrichten. Und diese Zukunftserzählungen, die hört man von keiner Partei, auch von keiner der Parteien, die dieses Land groß gemacht haben. Ich glaube gar nicht, dass es dieses Bedürfnis gibt, weil ich glaube, eigentlich gehört das ganze Land auf die Couch, auf die Psychiater-Couch, weil was ich so wahrnehme oder was ich mir einbilde wahrzunehmen, ist, es gibt so eine Art Erschöpfungsenttäuschung, gell? Erschöpft von der Pandemie. Da hat man sich wahnsinnig geärgert über diese Impfpflichtgeschichten. Ja? Also das wirkt immer noch wahnsinnig nach. Da hat der Kollege Asamer komplett recht. Das Zweite ist, dann kommt der Ukraine-Krieg, dann steigt die Inflation. Es ist wirklich ein stark vorhandenes Gefühl, dass die Regierung nicht genug gemacht hat. Alles ist so wahnsinnig teuer. Jetzt habe ich mich doch eh so angestrengt in der Pandemie. Jetzt muss ich auch noch damit leben, dass alles so super teuer ist. Und ich habe das Gefühl, die Stimmung ist einfach wahnsinnig schlecht. Die Wirtschaft zieht nicht an. Alles ist irgendwie so it's very blue. Ja? Und ich denke mir, dass möglicherweise die Leute gar nicht so weit sind, Zukunftskonzepte aufnehmen zu können. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mal durch. Wir sind im Tal der Tränen und es wird wieder besser werden. Weil das wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich kein schönes Schlusswort. Normal sagt man immer, das ist ein schönes Schlusswort. Also kein schönes Schlusswort. Sie haben es wieder gedreht. Also es wird besser. Ist auch doch ein schönes Schlusswort. Danke Ihnen allen fürs Kommen. Wir bleiben auf der Suche nach den großen Antworten auf die großen Fragen. Danke Ihnen fürs Zuschauen, wie die Wahl in Salzburg ausgeht. Das erfahren Sie am Sonntag in ORF3 in einem Lokalausstieg der Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesstudio Salzburg, und zwar um 16.30 Uhr und dann natürlich auch in allen anderen Programmen des ORF. Jetzt gleich servieren wir Ihnen noch ein besonders amüsantes Abendmenü. Sie sehen den Film Tafelspitz von Xaver Schwarzenberger mit Christiane Hörbiger und Otto Schenk. Wir wünschen Ihnen noch einen unterhaltsamen Freitagabend und ein entspanntes Wochenende. Auf Wiedersehen.